Servus und herzlich willkommen, ihr kleinen und großen YouTuber da draußen vor dem PC, Handy, Laptop, Freizeitparks, zu der 7. Ausgabe von Promo unter 4 Augen. Diesmal stelle ich euch nicht gleich meinen Gast vor, denn ich habe eine Frage. Dieser komische, ominöse Handgespielt, den kennst du doch auch, oder? Ich habe schon mal von ihm gehört, ja. Ja, wie würdest du den beschreiben? Oh, das ist eigentlich ein ganz cooler Typ, so. Der rastet nie wirklich aus, trotzdem immer ein bisschen, manchmal ein bisschen gestresst, manchmal sehr chillig, also sehr harmonisierend. Ja, finde ich auch. Gibt es denn auch manchmal, wo der ausrasten könnte? Hast du da schon mal ein Video davon gesehen, wo der mal ausrastet? Bestimmt, wenn die Quicksave-Taste mal klemmt. Kann schon möglich sein. Die drückt er aber ziemlich oft, dieser komische Der Typ. bemüht sich, die immer zu drücken, ja, aber manchmal tippt er daneben, dann funktioniert das nicht so. Da muss er wieder extra spielen und dann, ja. Ja, wie würdest du ihn sonst noch beschreiben, so als Let's Player-Typ? Als Let's Player, insgesamt ein bisschen ruhig, ich denke mal, ehrgeizig, ja, unterhaltsam. Soll man sich mal anschauen. Gut. Und deswegen sitzt er auch hier im Studio. Herzlich willkommen, Mr. Handgespielt. Dankeschön, Chronic. Hi. Schön, dass du hier bist. Ich habe mich mega gefreut auf diese Promo mit dir. Ich habe mich auch gefreut, dass es klappt mit uns heute. Ja, dankeschön. Ich habe mich auch mega gefreut. So, ich habe mich ein bisschen informiert, wie ich es immer tue. Also hör mal zu. Ich höre zu. Du hast es aber schon mal erwähnt gehabt. Du bist auf YouTube beigetreten am 29.08. Du hast übrigens bald wieder Geburtstag mit deinem Kanal. Ja, das stimmt. Stimmt, ja. 2014. Aber du hast es schon erwähnt, du hast nicht gleich etwas hochgeladen. Das ist richtig. Ich habe nicht gleich hochgeladen und das, was ich dann hochgeladen habe, war auch erstmal wirklich nur ganz klein Hobby, um zu gucken, ob mir das überhaupt liegt, ob ich Spaß daran habe. Ich habe es erst wirklich ausgetestet, lange Zeit. Ja. Stimmt. Cool. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, überhaupt einen YouTube-Kanal zu erstellen? Egal, ob du Videos hochlädst, sondern warum das du überhaupt erstellt hast. Ich habe ganz ehrlich, ich habe irgendwann mal Bock gehabt zu kommentieren auch selber. Und da ist mir überhaupt mal aufgefallen, dass man überhaupt einen Account braucht. Ja, ich wollte irgendwann mal Daumen nach oben klicken und dann hieß es, du musst einen Account haben. Also bei mir kam die Entwicklung oder das Know-how, was ist YouTube überhaupt, das kam sehr spät. Ich habe ganz am Anfang habe ich gedacht, das wäre so etwas für Musik zu gucken. Weißt du, so vor Jahren. Vor Jahren. Genau. Ich habe ja auch endlich das gefunden, was ich eigentlich immer sehen wollte. Let's Plays. Und dafür war ich dankbar. Ich schaue gerne Leuten beim Spielen zu. Das ist irgendwie ein Hobby für mich. Das wird auch sich nie ändern. Ja, ich hatte es auch von damals schon mit Kumpels. Du bist in den Raum reingekommen, da haben zwei Leute was gezockt. Der andere saß auf der Couch mit der Tüte Chips. Du hast dich daneben gehockt, hast gelabert. Irgendwann mal hast du das Gamepad gereicht bekommen. Und dann hieß es, nee, lass mich mal Chips essen. Ich guck gern zu. Also das war auch so eine Standardsituation bei uns. Auch mal dem anderen einfach mal zuschauen. Ja, man kann das auch schön genießen, wenn andere Leute spielen. Ich habe oft synchronisiert, die Gegner und so. Also mein Kumpel hat gezockt und ich habe den Gegner synchronisiert. Ah, du wirst mich niemals umbringen. Zack, tot. Ja, das ist eine gute Ablenkung. Ja, einfach nur so. Du hast gestartet mit meinem Lieblingsrollenspiel, welches ich, das ist mein erstes PC-Spiel gewesen in meinem Leben. So alt bin ich schon. Das war Gothic 1. Ja, Gothic 1 war für mich auch das erste Spiel, was ich, glaube ich, gekauft und durchgespielt habe komplett. Ich war vorher immer jemand, ich habe angefangen und die Dinge nie zu Ende gebracht. Und Gothic war einfach so Bombe, öfters durchgespielt und ja, dann eben auch den Let's Play-Kanal. Mit was kann man schönerem anfangen als mit so einem Spiel? Oder? Also Gothic 1 ist einfach wie für uns beide, darum sind wir Brüder, aber nicht biologisch zu sehen, sondern eher mehr auf Rollenspielebene. Piranha Bytes verbindet uns handgespielt mit Chroniken der Spiele unheimlich. Gothic 1, da liegen wir beide am Strand und amüsieren uns einfach nur. Auf jeden Fall, ja. Also Gothic 1, das ist schon einmal ein Pluspunkt für mich, dich auf jeden Fall zu verfolgen. Mhm. Dann ging es natürlich weiter mit Gothic 2. Hast du ja auch schon fertig gemacht. Ja, das ist richtig. Gothic 3 ist noch in Planung, da bin ich ja dabei jetzt. Mhm, genau, du bist dabei und ich habe gedacht, ich schließe mich dann an.
Dafür hast du jetzt mit Risen auch mehr Weg vorgelegt, mit Risen 1 und Risen 2, Dark Waters. Darüber habe ich dich am meisten verfolgt, am meisten halt mit Risen habe ich einfach angefangen, auf deinem Kanal zu gucken und somit wurdest du mir immer sympathischer. Ja, danke schön. Weil irgendwann muss man ja anfangen. Wenn man einen Kanal abonniert, muss man ja irgendwann mal sagen, Mensch, der hat vielleicht schon einige Videos hochgeladen. Irgendwo muss ich mal anfangen, vielleicht eine feste Struktur zuzugucken. Und dann können die anderen Videos ja weiterkommen. Aber ich habe mich halt durchgefuchst mit Risen 1, weil das damals ein eines frisches Let's Play war von ihm. Sag Ja, was dazu. ich hab's auch selber nicht gekannt. Also, es war komplett blind. Und ich muss sagen, es ist halt doch einerseits ähnlich natürlich von der Gothic-Reihe, aber dadurch, dass du halt dieses ganz andere Setting hast, ja, dass du halt Seemann bist oder halt gestrandeter Seemann und im zweiten Teil dann halt Pirat, es ist komplett anders. Und die Story, die war auch wirklich, wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass nochmal was vielleicht getoppt werden kann oder ähnlich gleichzieht wie mit den Gothic-Teilen, aber die Risen-Teile, die sind echt. Die sind Bombe, ja. Die kann man echt empfehlen. Ich habe mir schon verglichen, dass eigentlich zum Beispiel Risen 2 das bessere Gothic von Teil 2 war. Also Risen 1 schon war eigentlich besser als Gothic 2. Ja, es war ja auch viel neuer, das stimmt. Aber ich finde trotzdem, dass Korin ist so die Welt, die damals erschaffen worden ist von Piranha Bytes, das ist schon einzigartig. Ihr merkt schon, wir könnten jetzt da 2 Stunden über nur Gothic reden. Ja. Darüber wollte ich dir eigentlich auch nochmal sagen. Wir beide wollten ja mal was machen über Gothic-Reihe, dass wir mal was erzählen. Ja. So eine Art Review oder so, von Gothic 1 bis Gothic 3. Ja. Alles erzählen, was wir wissen, und vielleicht Bilder dazu und es dann auf deinem und auf meinem Kanal präsentieren. Aber das kommt vielleicht noch. Ja, das Das kommt wollte ich noch. nochmal anprangern. Ja. Ab an den Pranger mit dir! Ja, auf jeden Fall. Für welche Seite würdest du dich entscheiden? Inos, Belia oder Adanos? Ich Warum? glaube Adonis. Warum? Ich glaube alles noch, weil er der harmonischste von allen drei ist. So, ich glaube, Innos ist eher so der Katholik. Ja, Belia brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist die dunkle Seite. Das ist so, na, das ist so gar nicht so ganz mein Fall. Ab und zu schon, ab und zu ein bisschen ragen ist okay. Ja, aber ansonsten nicht. Und ich denke, Adonis ist so, ja, mit dem Fluss des Wassers und so sein Leben gestalten. Ich glaube, ich nehme Adonis. Adonis ist so der erkannte Bruder von den dreien, ne? Sie sind ja alle Geschwister sozusagen, ne? Adanos sitzt immer in seinem Sessel. Hey, willst du auch mal eine Schnuppe riechen? Das war eher die Sekte. Komm, willst du mal, ja? Ich bin für Sumpflager, liebe Freunde. Und der Inos wieder. Oh, Bro, hör mir bloß auf hier. Mann, komm, mach mal Feuer, Belia. Nee, ich liebe die Finsternis. Es könnte dauernd so weitergehen. Ich glaube nicht, die würden sich einig werden. Niemals. Gott sei Dank. Dann Kanalbanner hast du selbst gestaltet? Ja, klar. Mit welchem Richtig. Programm? GIMP? Ja, genau, ich benutze nur GIMP dafür. Also mir gefällt eigentlich die Art dafür. Du reißt einfach nur deine Projekte auf, die du zeigst, und unten drunter schreibst auch noch dein Upload-Plan sozusagen dazu. Genau, die Leute sollen ja auch wissen, wann was kommt ungefähr und ja, dass man das halt einfach in einem Blick hat. Da muss ich jetzt nicht jedes Mal, wenn sich irgendwas ändert, einen extra Teaser oder einen Trailer oder sonst irgendetwas machen, videotechnisch, sondern das reicht, wenn man das da oben reintippt. Und dann sieht das sofort jeder. Obwohl ich eigentlich auch immer wieder zu spät bin, ne, mit sowas. Wenn sich bei mir am Kanal was geändert hat, wenn der Banner sich ändert, sind die Sachen, die da drinstehen, schon längst am Laufen. Schon längst beendet. Ich Ja, habe ihn heute genau. schon aufmerksam gemacht, dass er seine Kanalinfobeschreibung mal wieder auffrischen muss. Ja, genau. Ich bin da gerne ein bisschen zu spät. So bin ich zu unserem Handgespielt. Mein Gottes Willen. Das war heute. Aber übrigens zum Banner finde ich sehr gut gemacht und eine sehr gute Idee von dir. Cool, Dankeschön. Gut, Thema jetzt nochmal YouTube. Ich weiß ja, du bist über 30. Ja. Um genau zu sein, glaube ich, 32. Ja, richtig. Du hast Familie, du bist verheiratet, du hast, glaube ich, ein Kind. Ja. Genau. Wie schaffst du das? Zu Let's Playen und trotzdem Familienvater zu sein und alles zu managen? Du musst immer gucken, wo erstmal Prinzipien natürlich sind. Ja, das ist ganz klar. Und ja, du musst halt schauen, dass du, wenn du was machst, dass es auch wirklich effektiv ist. Also das habe ich mir angewöhnt. Wir sind auf selbstständiger Basis am Arbeiten.
Somit habe ich teilweise natürlich auch die Möglichkeit, mal vormittags was aufzunehmen oder nachmittags, ja, mir das Ganze zu gestalten. Aber sobald dann quasi meine Kleine aus dem Kindergarten kommt, gibt es nichts zu arbeiten und gibt es auch kein YouTube, sondern bin ich halt mit ihr unterwegs oder am Spielen oder sonst irgendetwas am Machen. Ja, effektiv. Ein bisschen Zeitmanagement, ein bisschen schauen, dass man, wenn man sich dran setzt, auch wirklich konzentriert an etwas arbeitet und ja, ein bisschen Gas geben so in die Richtung. Dann, das klappt. Das klappt. Ich sehe ja unseren Kollegen Hanke spielt ja auch um 23 Uhr noch was zocken und dann frage ich ihn so und dann, ja, hab grad aufgenommen. Um Ja, ich. 23 Uhr, ja, zum Beispiel, habe ich keinen Bock mehr was aufzunehmen. Das war mal, ja? Ja, genau. Das ist momentan auch so, dass ich dadurch, dass ich so viele Projekte auf dem Channel habe und halt auch viel privat los ist mit der Firma, dass ich halt wirklich teilweise tagelang nicht vor 12:30 ins Bett komme, so, weil du dann eben noch was aufnimmst und dann noch in die Rendermaschine steckst, so. Es ist schon zeitaufwendig. Aber es Respekt. ist ein schönes Ding. Respekt. Danke. Ja. Du hast Macht ja auch nochmal Spaß. Ja. angesprochen jetzt wegen den Projekten. Ich wollte dich wirklich explizit nochmal fragen. Du bietest jetzt ganz viele Projekte an. Ja. Ich weiß jetzt nicht, es laufen glaube ich vier aktive, oder? Ja, 5 Stück Oder sind's. fünf aktive. Nenn die ersten drei und erzähl was darüber. Die ersten drei, wie meinst du die ersten drei? Die ersten Egal drei welche oder deine was? Projekte, wurscht, und erzähl leicht ein bisschen was Inhaltliches davon. Okay, also das erste, was ich momentan sehr stark feiere, ist No Man's Sky. Das ist ja auch gerade sehr gehypt. Ein Weltraum-Erkundungsspiel mit mehr als 18 Trilliarden Planeten. Ich habe mir vorgenommen, jeden dieser Planeten zu bereisen, aber das wird von meiner Lebenszeit her nicht so ganz hinhauen, ja. Du Depp. Ja, genau. Bisschen Verschwendung, ja. Also war das schon wieder gelogen, mit Zeit mit dem Kind verbringen. Das gibt's nicht. Es gibt eigentlich nur No Man's Sky. Nee, Quatsch. Eingang einschießen. Muss erstmal hier das anschauen. Hi. Hi, mein Kleiner. Oh, zu wenig Eisen. Also komm. Warte mal hier. X. Nur ein bisschen ausleihen. Wo ist er jetzt? Ich will den füttern. Oh, mein Kleiner. Ähnliches Wesen. Das sind verschiedene. Guck mal, der hat andere Ohren. Der ist kleiner. Shit. Gib mir Eisen. Ich will füttern, ich will füttern. Ich habe irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass man, wenn man alle Tiere füttert, einen sechsstelligen Betrag bekommt, quasi als Erfolg. Ja, also das ist eine No Man's Sky momentan. Als nächstes ist Far Cry Primal ist noch da. Ein Urzeit Neandertal Ego-Shooter, wenn man es so will. Eben Far Cry-lastig. Orange, dass wir ein bisschen paar mehr Fähigkeitenpunkte bekommen. Wir haben hier das probiert. Es geht voll ab. Deswegen mehr Fähigkeiten. Und bessere Fähigkeiten, mehr Skill. Ja? Dann klappt das. Hier unten. Mascha Bayer Steine. Wo ist sie? Ne, da unten, da. Da ist die neue. Ja? Unser neuer Weg, unser neues Ziel. Und hier natürlich die Bestien. Ja? Der Narbenbär, der die Säbelzahnjagd, Schneeblutwolfjagd und natürlich Blutzahnmammutjagd. So die Quests von der Jägerin. Werden wir auch machen, aber wir machen erstmal, wir gehen mal wieder rein hier. Wir werden uns erstmal hier um diese kleinen Dinger kümmern, damit wir ein bisschen Skillpoints, ein bisschen paar Skillpunkte dazu bekommen. Ich laufe jetzt erstmal in den Norden hier die zwei ab. Und zum Beispiel Dead Age, ja, ein rundenbasiertes Survival-Spiel im Zombie-Apokalypsen-Setting. Sehr textlastig, das heißt, ich muss sehr viel lesen dabei, aber es macht Spaß. Es ist interessant zusammengestellt und ja, momentan macht mir alles Fun, was da so ist. Ist gut. AK-47 komplett getuned, geil. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Ja, hier sind jetzt 12 Wölfe im Weg, das sind neue Gegner. Und die können schwächen. Man nennt es einer am Knabbern. Mega cool gemacht immer. Wir nehmen erstmal den Level 3er. Den vorne. Solange nicht geschwächt wird, oder ich, ist das noch in Ordnung, weil dann können wir wenigstens noch richtig austeilen. So, der eine ist down. Oh nein, ist er nicht. Markerschütterndes Gebrüll.
markerschütterndes Gebrüll macht. Furchterregendes Gebrüll steht hier. Ey, ein Bug. Reduziert Wahrnehmung und Initiative seiner Opfer. Ich schaue mir im Grunde auch alles an. Am meisten aber natürlich jetzt erstmal sein Rollenspiel. Risen 2, Dark Waters. Das andere schaue ich bei dir einfach mal so regelmäßig rein. Ja. Um die bei den anderen Kommentaren einfach ein Plus zu geben. Schmarrn. Nein. Einfach nur mal zu sehen, was du sonst so machst. Und es gefällt mir alles sehr gut. Vor allem mein Zombie-Apokalypsen-Spiel ist immer gut. Ja. Das so rundenbasierte Art ist sehr interessant. Die Krankenschwester, die die anderen Zombies noch heilt, da hast du dich voll amüsiert dabei. Da sagst du, ey, geil. Es ist auch schon so ein bisschen sehr, sehr ironisch halt gemacht. Gell? Also normalerweise hast du ja das Fantasy-Setting, dass du eben einen Heiler hast und einen Krieger und einen, keine Ahnung, Bogenschützen. Und da hast du halt die untote Krankenschwester, die aber noch ihrem Instinkt folgt, die anderen Zombies zu. Also da musst du auch erst drauf kommen. Also es ist schon, die Entwickler haben schon gut Humor reingepackt in das Spiel. Das muss Adanos gewesen sein. Ich rauche mal und mach ein Spiel. Ja, bestimmt. Das sind auf jeden Fall ganz tolle Spiele, die du jetzt gerade machst. Ich wollte dich was fragen und habe den Faden verloren. Oh mein Gott. Ich habe dich eigentlich gar nicht gefragt, was du zum Trinken möchtest oder was du essen möchtest. Stimmt. Wie hungerst du eigentlich? Ach, ich bin Let's Player. Ich brauche auf jeden Fall Kaffee und ein Wasser. Ja, das ist möglich. Rudi, ja, bring dir nochmal schnell einen Kaffee und nochmal dann ein Wasser. Möchtest du noch was essen oder so? Vielleicht ein Snickers. Ich hätte dir ja vielleicht noch Schläferkekse gebacken. Ach so, nee, dann kann ich gleich nicht mehr antworten, dann geht das gar nicht mehr. Okay, stimmt, weil dann schlafst du ja. Ja, oder wir wachsen komische Tentakeln aus dem Kopf. Das kann auch sein. Gut, der Faden ist zwar immer noch nicht da, aber ich kann dich trotzdem noch was anderes fragen. Was sind deine nächsten Projekte so? Die nächsten Projekte, also Gothic 3, haben wir gerade drüber gesprochen, das kommt definitiv jetzt. Auch kommende Woche, glaube ich schon. Ich muss mal schauen, wie ich das vom Aufnehmen her hinkriege. Dann kommt auch wieder eine Staffel von Subnautica. Das ist die dritte Staffel, wird das sein. Und ja, was wird noch kommen? Ich habe Bock irgendwann mal natürlich, also Risen 3 natürlich. Die Dark Souls-Reihe wird mich auch interessieren. Die kenne ich auch so gar nicht. Ich habe ein bisschen Teufel, mal so reingeschaut. Du Teufel, willst du es dir wirklich antun? Wir werden es anschauen. Ganz sicher. Ja, klar, warum nicht? Oh, mal testen. Erstmal anspielen so ein bisschen und dann mal gucken, aber es reizt schon sehr, ne? Weil es ja auch so ein Gigant ist. Da will ich einfach mal deine Ruhe sehen bei dem Spiel. Achso, meinst du, da kickt's mich dann, ja, dass ich zu Belia wechsle? Ja. Weil ich bin gespannt. Zur Hand gespielt, Hulk. Übrigens nochmal wegen deinem Kanalname, fällt mir auch gerade ein. Super gut gewählt, Hand gespielt. Geil, danke, ja. Ja, der war tatsächlich frei. Wer hätte das gedacht? Ja, das war der Hammer. Wir haben halt wirklich ein bisschen gebrainstormt, weil ich habe gesagt, ich wollte jetzt nicht irgendwie ein paar X'e im Namen oder so, sondern es sollte schon irgendwas sein. Und mit meiner Frau da gesessen, ich habe so ein paar Namen genannt und irgendwann mal meinte sie so, ey, der ist frei. Und ich sag's, hä, das war dann schon irgendwie ganz viel, ganz anders. Und ja, dann war Handgespielt wirklich noch frei und ich find's halt passend zum Gaming, gell, das ist okay. Ich denke, das ist auch geläufig so. Das kann man sich merken. Deine Frau hat bei deinem Kanalnamen mitgewirkt? Ja, die ist komplett dahinter. Ja. Die steht auch immer so daneben. Wahrscheinlich spielt sie die Games und du kommentierst nur. Genau. Ja. Wenn ich sterbe, dann bin ich das. Und wenn sie einen Gegner platt macht, dann ist sie das. Genau. Ich habe den Schnitt schon gesehen. Ich habe ganz scharfe Augen. Mal einen schönen Gruß von mir an sie. Ja, gerne. An die danke. Tapfere Amazonin. Ja, mach ich. Schön. Ihr zwei. So, nein, also dein Kanal ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wunderbar. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Müsst ihr aber auch nicht, aber er würde sich natürlich freuen, unser Herr Handgespielt. Ja, auf jeden Fall. Gerne mal einen Kommentar da lassen, wer vom Chronic kommt. Ja, Kommentare gehen doch immer. Sie sind kostenlos. Ja, klar. Naja, schon, oder? Ja, schon. Gut, was sagst du noch zu über YouTube? Und so, Positives, Negatives, ist dir jetzt etwas aufgefallen? Veränderungstechnisch. Ja, oder wo du sagst, meins könnte besser laufen. Mir ist aufgefallen, dass die roten Pfeile wieder verschwunden sind. Anscheinend war das gar nicht mal so der Erfolgsfaktor, ha? Ja, anscheinend. Mist, jetzt muss ich, scheiße, jetzt habe ich nur lauter Thumbnails vorbereitet. Ach, verdammt. Den halb verpennt, ja.
Ich finde sowas finde ich immer lustig. Gell? Ich finde, YouTube ist eine sehr schöne Plattform, wirklich, so wie man das sieht, um zu operieren innerhalb, aber vielleicht auch, um sich selber was Neues zu suchen, ja, wo man dann quasi von operieren kann. Wie viele Menschen hast du, die werden damit erfolgreich und machen danach was ganz anderes oder machen was Weiterführendes? Und ich finde es immer lustig, wenn dann so Hypes kommen wie rote Pfeile, rote Kreise und natürlich klickt man drauf. Ja, du hast genauso drauf geklickt wie ich, aber ich weiß nicht, wie oft die Menschen da drauf klicken. Ich klicke da zweimal drauf, dann weiß ich, okay, das ist alles nur Rotz. Und dann lasse ich es wieder sein und jetzt ist es wieder alles verschwunden. Das ist schon lustig. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Babyfotos und Hundewelpen. Das habe ich geplant. Das kann sein. Ich habe gesehen, jetzt ist der Hype da oder jetzt ist ganz verstärkt, dass die Leute ihr Profilbild mit einem Buchstaben machen. Hast du schon gesehen? Oder sich selbst zeigen. Ja. Auf dem Profilbild. Ja, ja, ja. Das ist echt gut. Und viel auf den Covers sich auch zeigen. Ja, genau. Ja. Also ich verschlafe Hypes generell immer. Ich weiß nicht warum, aber das war schon immer so. Okay. Auch meine Pubertät bin ich immer noch hinterher. Ja, ich auch, deswegen bin ich Gamer. So, ein bisschen Kind. Ich hab mal gelesen, nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Und ich finde den Spruch toll. Schön, dass du so einen Spruch nochmal auf diese Promo setzt. Ja, denn gerne. Wir haben jetzt schon unsere Zeit erreicht. Ja, aber dann muss ich dir jetzt am Ende nochmal sagen, Chronic, die Liebe, die du in das Projekt reinsteckst, ja, die Bildchen, die sind toll, die Idee war Bombe, ja, ich habe mir auch alles angeguckt, es ist wirklich, das ist eine ganz tolle Idee, das ist wirklich, das ist klasse. Ich hoffe, dass auch diese Promo noch ein bisschen mehr gehypt wird. Bald ist ja diese Session zu Ende, dann gibt es eine zweite Staffel, wann, weiß ich ja nicht, und da habe ich auch nochmal ein paar Pläne. Ja, cool. Ja. Aber Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu einer weiteren Staffel gerne unter diesem Video posten. Wir lesen voneinander. Bye, bye. Das ist ein cooler Satz. Sehr schön, ja.